So, Hallihallöchen, Hansenpferde hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Blau. Wir gehen heute in die Solarhöhle. 20 Ebenen werden hoffentlich relativ entspannt. Auf den 20 Ebenen kann man finden 3 VMs insgesamt. Auf Ebene 10, 15 und 20. Eine VM haben wir schon von Welser geschenkt bekommen. Die VM wird da, VMs, die man schon hat, werden dann einfach durch Linkkabel ersetzt, die man für die Entwicklung von Pokémon braucht. Quelle PokeWiki. Also zum Beispiel solche Pokémon wie Gengar. Gengar entwickelt sich ja nur, wenn man Alpollo tauscht. Und weil man ein Pokémon Mystery Dungeon einfach nicht tauschen kann, braucht man dafür eben dann das Linkkabel, was den Tausch ersetzt. Also auf jeden Fall gäbe es die VMs und auch Schlüssel, die wir brauchen, um die VMs zu bekommen. Deswegen müssen wir uns hier auch einmal umgucken immer. Naja, 20 Ebenen werden relativ entspannt werden. Die zweite VM, die man finden kann, ist... Wo ist es denn? Scheiße, ich kann es nicht mehr sehen. Kaskade? Ich glaube Kaskade. Und als drittes Surfer. Also auf Ebenen 10, 15 und 20. Und da ist ein ISO. Ja. Ansonsten kann man hier auch Mond- und Sonnensteine finden, die auch für bestimmte Pokémon für die Entwicklung wichtig sind. Ich glaube, hier hätten wir schon längst hingehen sollen. Oh, der Dungeon ist noch... Ist richtig entspannt. Hier gibt es auch... Flammenwurf? Cool. Hier gibt es... gut gelevelte Pokémon, die geben gute Erfahrungspunkte und die scheint nicht so komplex aufgebaut worden zu sein, wie das hässliche weite Meer im letzten Part. Das war echt nervig. Ich muss echt mal schauen, in welchem Dungeon es Toxin gibt, damit ich die eine Quest da auch abschließen kann, endlich. So. Also bis Ebene 15 müssen wir endlich mal einen Schlüssel gefunden haben. Bis dahin ist es egal, was wir finden. Tanhell möchte in unser Team. Nö, ich möchte Tanhell nicht. Schlüssel? Nein, ein Orb. Gut, weiter. Okay, da unten liegen noch auch nette Items bestimmt. Nochmal ein Orb. Komm, ich will einen Schlüssel. Lehmbrühe. Dum, dum. Ein Stock. Oh, Junge. Und Scheißsamen. Mediti. Ich muss mich echt umgucken. Ich will die Schlüssel. Ich habe ja zum Glück Top-Elixiere dabei. Aquaknall. Platsch. Okay, die geben keine Erfahrungspunkte. Da liegt einer. Oh yeah. Okay, damit hätten wir die vor allem sicher. Und können jetzt einfach so durch den Dungeon. Wobei es natürlich mehrere Schlüssel auch nicht so schlecht wären, dass wir in die Ruine zum Beispiel dann noch können und da VMs finden können. U7. Oh, jetzt wird's hier gefährlicher. Jetzt hört sich hier viel dramatischer an. U8. Oh, super, hat das jetzt immer denselben Aufbau. Wie ist es aus? Ja, Pantimos. Tut mir leid, wir nehmen heute niemanden. Oh, 600 Erfahrungspunkte, die geben immer noch so viel. Und der andere hebt einen Schlüssel auf. Momentchen mal. Wir verfolgen den. Ich will den Schlüssel. Komm doch her. Kommt er? Ja, er kommt. Komm. Hallo? Hallo? Bist du... Nein! Er spielt Katz und Maus mit uns. Gib mir deinen Schlüssel. Oh yeah, jetzt können wir dein Haus einbrechen. Wobei es natürlich kein Einbruch ist, wenn wir den Schlüssel haben. Ach, dann können wir uns hier ja auch gleich noch die Linkbox mitnehmen. Hm. Oh, Level 40, yeah. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, Junge. Was haben wir da oben noch? Ein Orb, Wirbelorb. Naja. Und ein Samen. Was? Ich werde zu einem Köder. Oh mein Gott. Nein. Bitte nicht. So, U10. Hier gibt es irgendwo ein Schloss.
Also keins zum drin wohnen, sondern eins zum Aufschließen. Au. Das tat weh. Hier. Hier wäre jetzt die Linkbox drin, weil wir die VM, die hier drin ist, schon haben. Aber ich glaube, ich mache sie trotzdem auf. Schlüssel. Einsatz. Zack. Oh, man muss übers Wasser gehen. Linkkabel ist es, nicht Linkbox. Sorry. Jenny, flieg du mal irgendwo hin. Sterilorb, Cash. Jenny? Ja, hier bin ich. Tada! Aquaknarre! Platsch! Oh, der Dungeon ist richtig entspannt. Oh. Ich hab den irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das ist immer richtig gechillt. U11. Eisstrahl. Plopp. Und rüber. Ein Scanner Orb. Yeah! Der uns Dinge auf der Karte anzeigt, die wir sowieso schon sehen können. Beste. Hier haben wir nichts. Und dich, Typi. Aber du solltest eigentlich auch kein Problem sein. Na. Ah, nein! Ich greife Jenny an. Oh Gott, tut mir leid, Jenny. Ich kann nichts machen. Danke. wohin laufe ich? Okay, Konfusion. Oh nö. Wohin genau? Den müssen wir schnell ausschalten, Jenny. Oh, ich wollte eigentlich keinen Auto-Attack machen, aber gut, er ist schnell aus. Oh, eine Gefalle! Miese Wichser! Mm. Toll, Verwirrung, Gift, wir kriegen auf der Ebene hier alles geboten. Au. Und tschüss. Okay, die Musik verändert sich nochmal. Weiter. Dim, 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 dim. Was haben wir denn? Hypno. Hypnotisier dich selber. Oh, 800 Erfahrungspunkte. Und auf der Ebene gibt es wieder ein Item. Fluchtorb. Meditalis, hey, bist du nicht im Team Gengar? Was machst du denn hier? Sterben. Cool. Ich will wissen, wo der Schatz ist. Der Magen knurrt. Ah, diesmal habe ich einen Apfel dabei. Hier oben. Ja, Lehmschelle auf die Tür. Das wird's kaputt machen. Yeah, Kaskade. Und Aquaknarre. Platsch. Palim Palim möchte in unser Team aufgenommen werden. Ach, komm doch her. Nope, kein Kosenamen. Was kannst du? Psywelle ist... Erstauner ist gut und Psywelle ist gut. Dann mach das. Moment. Nein. IQ prüfen. Ich kann dich nicht zum Anführer machen, es tut mir leid. Der hat einfach genauso viel Leben wie wir. Drittentwicklungen mit 10 Stufen höher als er. Klasse. Klatsch. Ich will mehr Pokémon mit 800 Erfahrungspunkten. Gut, wir wecken ihn sowieso auf. Können wir ihn auch gleich töten. Es geht schnell. Solarhöhle U19. So, noch die Ebene und noch eine und dann... Das war ein sehr entspannter Dungeon. Der gefällt mir. Ah, fuck. Okay, vergesst es mit dem entspannt. Konfusstrahl ist hässlich. Au. Au. Hä? Warum macht es einmal 18 Schaden und einmal 2? Bist du behindert?
So dumm. Oh, schwindelig vor Hunger. Dann sollten wir uns Scope-Linse beeilen. Ja, palim, palim. Trag sie. Siehst stylisch damit aus. Klatsch. Oha. Palim, palim. Räche dich. Oder auch nicht. Lehmbrühe. Jo, sofort weg. Okay, und die Treppe ist da rechts oben. Unser Magen geht's echt nicht mehr gut. Da müssen wir schnell durch. So. Letzte Ebene, ein Item gibt's noch. Das liegt bestimmt hier rechts. Haha. Surfer. Nehmen wir und tauschen es gegen den Heilsamen. Was? Nein, ich möchte den Platz nicht tauschen. Ich will dahin. So. Ja, also richtiger Vorteil, wenn man Wasser-Pokémon spielt, weil meistens sind diese Teile um Wasserflächen. Und der Dungeon ist noch ziemlich groß. Ey, wenn ich jetzt verrecke, ne? Wenn jetzt noch was kommt. Ist da links? Nee. Ach, komm schon. Das müssen wir doch noch überleben, ey. Komm schon. Wie viel haben wir noch? Okay, Aquaknarre ist leer. Wie wär's mit dem Eisstrahl? Eisstrahl? Scheiße, ich muss kurz was essen. Eine Sindelbeere, ein Gustusamen, ein Apfel. Was ist die Sindelbeere? Nom. Yeah, 5 Magenpunkte. Yep, sonst wären wir gestorben. Moment, wir haben kein Wasser mehr. Sorry, du musst die Melebrühe abtun. Und wir sind draußen. Wir haben alles? Wir haben alles. Yeah! Das war gute Arbeit. Das war eine sehr angenehme Höhle. Leider haben wir keinen Schlüssel mitgenommen. Am nächsten Morgen. Nein, morgen. Aber nur laut Uhrzeit. So früh am Morgen, dass alle noch schlafen. Oh, Story. Oh, scheiße, ein Erdbeben. Fuck, wir müssen nochmal zu Groudon. Was ist das? Was passiert da draußen? Bauarbeiten? Wusch. Dieses Geräusch. Nähert sich da etwas? Wusch. What the fuck? Hä? Was war das? Was ist da gerade passiert? Irgendwas Großes ist mit irrsinniger Geschwindigkeit vorbeigeflogen. Scheint Richtung Norden zur Bergkette zu fliegen. Oh, scheiße, bin ich müde. Es ist so früh. Ich geh nochmal pennen. Scheiß drauf. Einige Stunden später. Hey. Hey, Peter. Peter, aufwachen. Nur wach endlich auf, Mann. Hä? Was denn? Peter, bist du wach? Am Pokémon-Platz scheint ein Tumult zu sein. Lass uns dort mal hingehen. Okay. Sieh mal, Peter, das ist eine Versammlung. Ei, das habe ich nicht verdient. Das bringt mich in Rage. Hä, was gibt's denn? Was es gibt? Wie kommst du darauf, dass es etwas gibt? Mein schöner Laden, meine Waren sind alle gestohlen. Unzählige TMs sind einfach verschwunden. Haben sich in Luft aufgelöst. Das ist ein schwarzer Tag. Meine Bank ist zwar unversehrt, aber das ist alles sehr beunruhigend. Ist das Lager in Ordnung? Nichts passiert. Unter meinem wachsamen Auge kommt nichts weg. Ha, hätte es wohl lieber Keckle und TMs beschützt. Ein Muttertier wie ich lässt sich nicht so einfach austricksen. Willst du damit etwa andeuten, dass wir aus Unachtsamkeit beraubt wurden? Ruhig, Kecleon, sprich. Hast du diesen Dieb gesehen? Wie? Nein, nicht sehr deutlich. Als ich ihn bemerkte, hat er bereits abgehoben. Abgehoben? Du meinst, er ist weggeflogen? So ist es. Er flog in jene Richtung davon. Sehr richtig. Und zwar mit geradezu wahnwitziger Geschwindigkeit. Jene Richtung. Das wäre dann die Nordkette. Wir können unmöglich sagen, um welchen Dieb es sich handelt. Daher müssen wir die Angelegenheiten gründlich untersuchen. Oh ja, bitte. Um der Gerechtigkeit willen. Schließlich stehe ich kurz vor dem Ruin. Da hat bei dir eh keiner eingekauft. Peter, sollen wir der Sache auf den Grund gehen? Nimmt sich der Sache mit dem Überfall auf Kecklerns Laden an und macht sich auf dem angegebenen Flucht... ja. Die Nordkette kann nun erforscht werden. Und wir sind wieder zu Hause. Ja, neuer Story-Abschnitt. Gehen wir da schon im nächsten Part hin? Wir lassen uns über... Wow, ist echt alles sehr... Oh, wer ist das? Da drüben. Hä? Mir völlig unbekannt. Mit Sicherheit nicht aus der Gegend. Ach, Pandir.
Nicht mehr, kann nicht mehr laufen. Ich falle. Auf die Fresse. Oh je, es braucht Hilfe. Noch mehr Story. Jetzt kommt alles. Warte, er darf in meinem geilen Steinbett pennen. Wo? Das ist das Haus von Peter. Das ist auch unsere Retterteambasis. Oh, habt ihr mich vielleicht gerettet? Danke. Schon in Ordnung. Aber ich möchte viel lieber wissen, was ist passiert. Ja, ich werde Panier genannt. Ich bin ein Reisender. Ich bereise die Welt, bestaune die Sehenswürdigkeiten und andere Pokémon. Auf diesen Reisen hörte ich Gerüchte über ein Illusions-Pokémon. Ein Illusions-Pokémon? Ja, genau. Ist das nicht aufregend? Seit damals bin ich überall hingereist, in der Hoffnung, dieses Illusion-Pokémon selbst sehen zu können. Doch ohne Erfolg. Schließlich wurde mir vor Schwäche schwindelig. Ich wurde wohl bewusstlos. Ich gebe meine Suche auf. Ich kann einfach nicht mehr. Stopp, stopp. Willst du es nicht bedauern, so schnell aufgegeben zu haben? Aber ich habe meine körperlichen Grenzen erreicht. Wenn ich mich zwinge, weiterzumachen, werde ich erneut zusammenbrechen. Das ist ungesund. Bitte, ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Danke? Was ist es denn? Das ist eine Klarfeder. Hä? Ja, ich habe sie auf meinen Reisen gefunden. Eine Art Flügel, sie ist durchsichtig, aber wenn du sie hochhältst, so, siehst du je nach Lichtanfall schimmert sie in verschiedenen Farben. Auf den ersten Blick hielt ich es nur für eine hübsche Spielerei, doch inzwischen bin ich davon überzeugt, dass sie irgendwie mit dem Illusions-Pokémon zusammenhängt. Aber ich weiß nicht mehr. Sehr enttäuschend, aber ich gebe auf. Tschüss. Scheiße, wo geht's raus? Oh, fuck, man, bin ich noch blau von letzter Nacht, ey. Oh, fuck. Warte, geht es dir auch gut? Du bist immer so unsicher auf den Beinen. Oh nein, wenn ich gehe, sieht das immer so aus. Tschüss. Klarfeder, Ich habe keine Ahnung, wozu die gut sein soll. Aber das Illusions-Pokémon interessiert dich schon, oder? Ich denke, Xadu ist der richtige Ansprechpartner. Wir sollten ihn fragen. Oh, jetzt wollen wir zur Riesenschlucht. Gut, dann glaube ich, gehe ich da erst hin. Und würde sagen, kommt jetzt nochmal was in der Story? Nein, ich glaube, das war alles. Da ist Pandir. Hey, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich habe die Grenzen erreicht. So müde. Ja. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Gehen zur Riesenschlucht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.